Meine Damen und Herren und Herren und während jetzt noch der Beifall dem 1978 geborenen Letten und seiner Musik gilt, schreiten wir auf Hermann Mayer zu, Schweizer Komponist. 1906 bis 2002 brachte den größten Teil seines Lebens als Dorfschullehrer zu und hat gleichzeitig fast unbemerkt von der Öffentlichkeit ein eigensinniges Musikwerk geschaffen, das erst jetzt richtig gewürdigt wird. Ich habe über dieses nachgelassene Werk, dieses Werk aus dem Nachlass von 1965 von Hermann Mayer, das Stück für großes Orchester und Klavier vierhändig, auch mit dem Dirigenten Peter Rundl gesprochen. Hermann Mayer, ein Schweizer Komponist, der also ein sehr merkwürdiges und auf eine bestimmte Art sehr radikales Werk, also Gesamtwerk, Gesamtmusikwerk sozusagen vorliegen hat. Ein Komponist, den ich bis dahin überhaupt nicht kannte. Ich hatte nie von ihm gehört und habe mir natürlich dann, als der Vorschlag kam, Stücke angehört. Und das ist eine Musik wirklich, die sehr eigentümlich ist, sehr radikal. Eine Musik, die kein Ornament kennt, aber gar nicht, wie man es selten in dieser Art von Radikalität kennenlernt. Keine Entwicklung im herkömmlichen Sinn, also der auch radikal mit der ganzen Tradition der großen europäischen Musik bricht, die da ist, permanente Variationen, Entwicklung und Motivik und so weiter, verzichtet völlig auf alles Sprachähnliche. Im Grunde genommen setzt er Aggregatzustände von Klang gegeneinander auf eine Art und Weise, wie das dann eigentlich sehr viel später erst wieder gemacht wurde. Sehr stark inspiriert von der bildenden Kunst. Es gibt auch zu allen seinen Stücken gibt es so Skizzen, die rein grafisch sind. Das Irre ist, dass also diese Musik auf eine bestimmte Art und Weise völlig schmucklos ist. Es gibt auch nur zwei Dynamiken. Es gibt nur laut und leise, Piano und Forte. Es gibt dann also sozusagen auch Arten von Patterns. Es hat auch eine unheimliche Schroffheit, diese Musik. Und springt den Zuhörer eigentlich trotz dieser extremen Abstraktheit direkt an. Also ich finde es sehr faszinierend. Hermann Mayer, Stück für großes Orchester und Klavier vierhändig mit Lars Jörnsen und Klaus Steffes Holländer am Klavier. Das SWR Symphonieorchester spielt unter der Leitung von Peter Rundl. Thank you.
Thank you.
Hermann Mayer. Stück für großes Orchester und Klavier, vierhändig. Die Uraufführung nachgeholt heute nach 53 Jahren. Heute mit Lars Jönsson und Klaus Steffes Holländer am Klavier. Und das SWR Symphonieorchester spielte unter der Leitung von Peter Rundel. Das Orchesterwerk hat im Übrigen schon mal beim SWF zur Prüfung vorgelegen. In einem Begleitbrief hatte Mayer seinerzeit die Qualitäten seiner Musik hervorgehoben. Da heißt es unter anderem: Das Ganze ist kein Geschehen, nur Zustand, Klanggeometrik, Klangstatik, Klangkristall ohne Zwischenwerte und Übergänge. Soweit Mayer seinerzeit in dem Begleitbrief, und ich glaube, das konnte man heute auch hören, und Peter Rundel hat das im Übrigen auch eben schon selbst zu dem Stück gesagt. Einer Notiz auf der letzten Partiturseite ist zu entnehmen, dass der Sender dieses Stück am 6.10.1965 zurückgewiesen hat. Die heutige Uraufführung ist also auch eine Art Wiedergutmachung oder Rehabilitierung, die beim Publikum anscheinend auch sehr gut ankommt.